Himmels, der hat doch nur mehr Punkte als ich. Amma, willst du mich hier verarschen? Und deine Bombe, das nervt! Du magst die Fallschirmspringer, oder? Ja, merkst du das? Eine neue List ist verfügbar. Merkt man das, oder was? Ich brauche mehr Geld! Jetzt weiß ich, wie sich Griechenland fühlt. And all I see is fire! Und meine Flak! Das wusste ich ja gar nicht. Einheit meldet Verluste. Die Dinger könnten immer mal hier in Ordnung sein. Die Dinger haben zwar nicht so eine hohe Reichweite wie bei den Italienern, sind aber trotzdem gut. Aber ich finde schön, wie alle meine Nachschublager abgebaut sind. Und so was Schönes, oder? Hast du eigentlich schon mal komplett rausgescrollt? Nee. Scroll mal komplett raus. Dann siehst du, wo wir eigentlich sind. In dem U-Boot. Würde ich jetzt schätzen. Wer sie ganz außen rum schickt. Willst du denn mit deiner leichten Infanterie hin? Sag mal so. Ein bisschen deine Fußsoldaten aufmischen? Meine. Bist du überhaupt ganz? Meinst du das? Eigentlich nicht, das weiß ich. Aber wo rennt? Ich wollte schon sagen, wo der Schwachmart hinrennt. Kein Nachschub mehr im Depot. Jetzt geht's aber langsam los, ja. Nachschub wird langsam schwierig. Mit Nachschub. Die Ausbildung bald beendet.
Also wären wir jetzt bei 25 Minuten Limit, hätte ich wieder gewonnen. Mhm. Wir haben ja kein Limit. Das Depot ist fast leer. Ja, ich habe ja kein Limit eingestellt. Wo sind jetzt eigentlich deine Einheiten hin hier? Sind die im Bunker rein oder was? Ja. Geht sowas? Wie ist aus? Oh, wenn man keine Nachschubstation mehr hat, das dauert so Ewigkeiten. Mhm. Bauen wir uns eine Gelddruckmaschine. Dieses Verwaltungsgebäude macht alle 4 Sekunden ein. Was meinst du, warum ich sage, bauen wir uns eine Gelddruckmaschine? Achso. Ich hab leider noch nicht genug dazu stehen, damit es effektiv wäre. Hab ich hier noch irgendwo Fußvolk rumzugammeln? Nee, hab ich nicht. Jetzt wird der Panzer, die Drecksau. Schwere Panzer auch noch. Bin ich wissen, wie viele Lafetten der da schon zu stehen hat hinten. Hallo, Einheit, klick dich an. Wie die Panzer auch alle heißen. Das ist immer so lustig. Vor allem manche Fahrzeuge hier. Zum Beispiel der Ishak. Sag nur, wo fahren wir bei den Deutschen? Oder der Katyusha. Was für ein Teil hast du eben gesagt? Katyusha. Ja, was mit der Katyusha-Raketen? Das sind die Stalin-Orgel da. Ja, ich weiß. Das ist ein ganz normaler Name. Ich sehe das falsch, Efron, meinst du, ich bin blind? Was? Du weißt, was ich meine. Dass sich da dein Nachschubstation wieder kaputt, damit ich dein Spielzeug kaputt gemacht habe? Ja. Oh. Los, fahr! Schneller, schneller! Mein kleiner Panzer schlägt sich wacker. Meilen weiternehmen. Das ist fast lustig. Wenn du halt noch eiskalt zwei Nachschublinien, bauen die sich wieder auf oder was? Nein, ich hab noch zwei verdeckt. Achso. Da nicht Panzer drauf zu stehen, deswegen hast du mich mitgekriegt. Da wäre fast schlauer. Ja, heißt es nicht Bauersucht Frau, sondern Bauersucht Panzer.
Endlich mal wieder jemand, der über meine schlechten Wortwitze lacht. Hat dir gefehlt, ha? Ja, so ein bisschen. Money. Komm, noch ein bisschen mehr. Danke. Und dahin. Der Kübelwagen. Der VW-Kübelwagen. Ich könnte mir eine Armee aus Kübelwagen bauen. Das einzige Problem? Die sind unbewaffnet. Und teurer als Fußsoldaten. Den Bunker dahin zu bauen war ein bisschen blöd. Den Bunker dahin zu bauen war ein bisschen blöd. Jetzt schießt nämlich meine schwere Artillerieposition auf deinen Bunker. Wer hat das für eine Reichweite? Meine schwere Artillerieposition hat eine. Das ist eine Position mit so einer Reichweite? Ja. Aber dafür trifft sie nicht. Also, nicht gut. Willst du hier mein Nachschublager übernehmen? Nein. Sieht das so aus, oder was? Ja! Ich bin jetzt bloß zu faul, da Panzer hinzuschicken, weil das so lange dauert. So, du machst mir so viel Angst. Ich merk das schon. Kannst du mal in meinem Blockhaus knuddeln? Oh, du hast deinen Bunker hingestellt. Wir können eine neue List einsetzen. Anvisieren und zur Hölle jagen. Meine Playlist ist schon wieder zusammengebrochen. Ja, manchmal regt mich YouTube momentan auf. Weil es dann bei 720p auffängt und dann läuft das Video nicht weiter, egal auf welcher Stufe, also auf welcher Grafikstufe. Einheit meldet, Feind neutralisiert. Ach, Jeff, was ist kaputt gegangen? Was? Ist was kaputt gegangen? Das tut mir aber leid. Oh, buhu! Oh, buhu! Setz die Zeit an! Mir doch egal! Auf was feuerst du denn? Ich? Du feuerst! Nee, du hast eben gefeuert. Halt da weiter, wenn die Playlist sich da jetzt immer auffängt, auch wenn das nicht geil ist. Ich schieß auf deinen Bunker! Achso. Aussieht. Bei deinem Bunker auf meinen Bunker schießt, schießt meine Lafette auf deins. Achso. Ja, wenn's weiter nichts ist. Gebäudeerrichtung abgeschlossen.
Willst du damit mal aufhören? Ach, mit was denn, Chef? Ich weiß ja gar nicht, was du meinst. Deine Gebäude dran zu setzen, muss meine Leute angreifen oder das weg meine Bunker. Perf! Weil das nämlich alles teuer ist, was du auf die schießt. Natürlich ist das teuer. Sonst würde ich ja nicht drauf schießen. Nee, das, was auf dich schießt, ist teuer. Die Bunker sind nicht teuer. Ach so, das, was auf mich schießt, ist teuer. Die sind nur fies. Die sind nicht teuer, die sind nur fies. Du bist du die Dinger mal bewegt hast, vergehen wieder Jahre. Was willst du da hinbauen? Wohin? Das, was mir da so schön gerade entgegenfährt. Na, gar nichts. Was soll ich denn da hinbauen? Fußfolge in der Nähe. Komm, hau mal drauf. Mach mal einen Flitzer. Will er mich ärgern? Unsere Spion hat seine Tätigkeit in diesem Sektor eingestellt. Meinst du? Nein, nicht die Kaserne. Ach, was war denn gut, um Gebäude auszuräuchern? Nichts da, was Gebäude angreifen würde. Du bist gut. Ich weiß. Einheitenerstellung läuft. Du weißt ja gar nicht, was ich baue. Oh, er schießt seine eigenen Einheiten ab. Hab ich mir gerade auch so gedacht. Das ist ja sehr schön. Dann brauche ich ja nichts mehr zu tun, Chef. Wenn du das schon selber machst, was soll ich denn da noch tun? Oh, was schon sagen? Komm, gib Stoff. Ach, die haben schon übernommen.